Moin Moin, ich bin's mal wieder, Wolfgang aus Flensburg. Eigentlich will ich nur, was heißt eigentlich? Ich will nur kurz euch daran erinnern, vielleicht hat der eine oder andere am Samstagvormittag nichts vor. Vor einigen Wochen machte der Björn aus Ostfriesland. Ihr wisst ja, der Bursche, der immer in seinem gemütlichen Backhaus sitzt, da machte der den Vorschlag, dass wir uns doch alle mal wieder bei Franz treffen könnten, bei Franz in Hamburg. Naja, und der Mike war auch sofort begeistert und hat zugesagt, dass er kommt. War ich natürlich auch. Und ich dachte, naja, da will ich euch mal erinnern, vielleicht mag der eine oder andere ja auch ins Auto steigen, aufs Fahrrad, auf die Rollschuhe oder wie auch immer. Und beim Franz vorbeikommen, dass wir ein bisschen Dampf ablassen, im wahrsten Sinne des Wortes, ein bisschen schnacken. Franz weiß Bescheid, ich glaube, der freut sich schon. Ja, dass wir einfach einen schönen Samstagvormittag oder bis mittags, ich weiß ja nicht, Franz macht glaube ich um 1 Uhr zu, dass wir da also ein paar schöne Stunden haben und ein bisschen schnacken und ein bisschen gucken, ein bisschen Tabak mitnehmen und wie gehabt. Das wollte ich nur sagen, das ist also jetzt am kommenden Samstag, dem 26. glaube ja, es ist der 26. und an den Termin wollte ich euch nur erinnern. Ja, und dabei fällt mir ein, Mensch, da gibt es ja Danpipe in Lauenburg, da gibt es Franz in Hamburg, wo wir Nordlichter uns öfter treffen. Was ist eigentlich mit all den anderen hier, die hier aus dem Anglerbereich sind oder die ein bisschen von der Westküste hier vielleicht kommen und links und rechts vom Kanal leben, die Leute aus Ostholstein? Wir haben doch den schicken, tollen Laden in Kiel von Tom Daratsch, Mozeks Pfeifen Shop, TAK heißt das mittlerweile. Wir müssten doch auch mal irgendwie in der Lage sein, so ein kleines Treffen auf die Beine zu stellen. Hier so die Leute von der Ostküste, sag ich mal einfach. Die Leute von der, ja, die links und rechts vom Kanal, die Leute aus Ostholstein, aus der Plöner Gegend und so weiter. Da müssten wir mal mit Tom schnacken, denn man kann ja nun nicht da einfach seinen Laden stürmen. Aber vielleicht schaffen wir das auch mal jetzt so im Frühjahr dann oder irgendwie, wann auch immer, können wir uns ja mal kurz schließen, dass wir da auch mal ein kleines Treffen auf die Beine stellen. Denn bei Franz ist meistens kommen Leute aus dem Hamburger Umland und dann ein bisschen aus dem südlicheren Raum, aus der Lüneburger Ecke oder aus der Zeller Ecke. Ich denke, wir hier oben, so im nördlichen, nordöstlichen Teil Schleswig-Holstein, wir kriegen doch sowas auch mal hin. Nur als kleinen Hinweis oder als kleine Anregung gedacht. Also, ich hoffe, ich sehe einige von euch am Samstag. Wer denn Zeit hat und Lust hat und kommen möchte. Wir würden uns freuen. Der Björn, der Mike und ich und der Franz vor allen Dingen. Und naja, und Boris kann ja leider nicht auf diesem Wege nochmal. Boris, gute Besserung, mein Jung. Hol dich fruchtig und seh zu, dass du wieder auf die Beine kommst. Das war's. Moin Moin aus Flensburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.